Na, habe ich etwas geerbt? So einfach geht das. Der ist also. Und das Ganze ist in Norwegen, Deutschland, Frankreich produziert. Ist von 2014. Damit ist es relativ aktuell, weil ihr könnt damit rechnen, dass diese Filme etwa 10 Jahre brauchen, um wirklich in der Fernsehwelt anzukommen. Also das Schlussdatum für 2020 wäre 2010. Die Laufzeit steht hier mit 93 Minuten. Ländercode, Sprachen, Tonformat und so weiter. Dolby Digital 5.1, Originalfassung Norwegisch, Französisch und Deutsch. Untertitel für Hörgeschädigte, Rezeption für Sehbehinderte von Pandora Film. Und der Film heißt 1001 Gramm mit Anne Dahltorp. Es ist die Frage, ob die Hauptperson eine Frau, eine wirklich existierende Person ist, wie auch immer die im wirklichen Leben heißt. Jedenfalls ist das Ganze vom Regisseur vom Kitchen Stories und O'Horton, ein Film von freigegeben ist er auch für Kinder. Also ihr könnt ihn euren Kindern gefahrenlos vorführen. Er ist vielleicht nicht darauf produziert, aber die Frau hat das so rübergebracht, dass der Film sehr kindgerecht ist. Ich habe etwas im Internet gefunden zu 1001 Gramm zu diesem Film. Eine Webseite. Und der Film, wie einige Leute auch in Toronto, 2014 gefördert worden. Das ist hier auch auf der Hülle zu sehen. Toronto Internationales Film Festival. Bent Hammer. Ja, Marie ist Wissenschaftlerin. Das ist diese Hauptfigur. Als Mitarbeiterin des norwegischen Eichamt reist sie durch das Land, um Messgeräte zu kontrollieren. Ob Briefwaage oder Benzinpumpe, Marie registriert jede Abweichung. Einzig ihr Privatleben bleibt dabei auf der Strecke. Eines Tages jedoch führt das Schicksal Marie nach Paris. Dort soll sie das norwegische Referenzkilogramm neu kalibrieren lassen. Eine Reise, die nicht ohne Folgen bleibt, denn in der sommerlichen französischen Hauptstadt wird selbst die sonst so gewissenhafte und zurückgenommene Marie von ihren Gefühlen eingeholt. Und so ist es am Ende ihr privates Glück, das auf dem Prüfstand steht. 1001 Gramm ist eine ebenso extravagant wie warmherzige Liebeskomödie, die skandinavisch-lakonischen Humor mit der Leichtigkeit der französischen Lebensart verbindet. Als Marie und Pi überzeugen in den Hauptrollen die beiden ausdrucksstarken Schauspieler Anne Dahltorp, TORP, eine der bekanntesten norwegischen Darstellerinnen, und Laurent Stocker von der Comédie Française. Ja, es ist interessant, zumindest sagt dieser Film etwas über die Art aus, wie wichtig Wissenschaft ist in diesen Ländern wie Norwegen, wo der Reichtum aus einer landwirtschaftlichen Materie besteht. Und man sieht auch viel von diesem Schicksal, was sich da abspielt. Und in dieser wissenschaftlichen Umgebung ist natürlich ein Schicksalsschlag, der sie persönlich trifft und ihre Angehörigen, ein harter Schicksalsschlag, denn
Dadurch wird man ja auch angreifbar. Und hier steht ja auch, ich lese es nochmal vor, Marie registriert jede Abweichung. Im Wissenschaftlichen und ihr Privatleben bleibt dabei auf der Strecke. Ja, das ist ein sehr interessanter Film.